Sechstes Kapitel, der Frankfurter Fürstenkongress, Teil 1. Die ersten Versuche auf der Bahn, auf welcher das Bündnis mit Österreich 1879 erreicht wurde, fanden statt, während der Graf Rechberg Ministerpräsident respektive Minister des Äußeren war, 17. Mai 1859 bis 27. Oktober 1864. Da die persönlichen Beziehungen, in welchen ich zu ihm am Bundestage gestanden hatte, solchen Versuchen förderlich sein konnten und in einem Zeitpunkt förderlich gewesen sind, so schalte ich zwei Erlebnisse ein, die ich in Frankfurt mit ihm gehabt habe. Nach einer Sitzung, in der ich Rechberg verstimmt hatte, blieb er mit mir allein im Saale und machte mir leidenschaftliche Vorwürfe über meine Unverträglichkeit. Ich sei mauvais coucheur und Händelsucher und bezog sich dabei auf Fälle, in denen ich mich gegen präsidiale Übergriffe gewehrt hatte. Ich erwiderte ihm, ich wisse nicht, ob sein Zorn nur ein diplomatischer Schachzug oder Ernst sei, aber die Äußerung desselben sei höchst persönlicher Art. Wir können doch nicht, sagte ich, im Bockenheimer Wäldchen mit der Pistole die Diplomatie unserer Staaten erledigen. Darauf er mit großer Heftigkeit, wir wollen gleich hinausfahren, ich bin bereit, auf der Stelle. Damit war für mich der Boden der Diplomatie verlassen und ich antwortete ohne Heftigkeit, warum sollen wir fahren? Hier im Garten des Bundespalais platzt genug. Gegenüber wohnen preußische Offiziere und österreichische sind auch in der Nähe. Die Sache kann in dieser Viertelstunde vor sich gehen. Ich bitte Sie nur um Erlaubnis, in wenigen Zeilen die Entstehung des Streites zu Papier zu bringen und erwarte von Ihnen, dass Sie diese Aufzeichnung mit mir unterschreiben werden, da ich meinem Könige gegenüber nicht als ein Raufbold erscheinen möchte, der die Diplomatie seines Herrn auf der Mensur führt. Damit begann ich zu schreiben. Mein Kollege ging mit raschen Schritten hinter mir auf und ab, während ich schrieb. Währenddessen verrauchte sein Zorn und kam er zu einer ruhigen Betrachtung der Lage, die er herbeigeführt hatte. Ich verließ den Grafen mit der Äußerung, dass ich Herrn von Oertzen, den mecklenburgischen Gesandten, als meinen Zeugen zu ihm schicken würde, um das Weitere zu verhandeln. Oertzen legte den Streit versöhnlich bei. Es ist auch von Interesse zu erwähnen, wie es kam, dass ich späterhin das Vertrauen dieses zornigen, aber ehrliebenden Herrn und vielleicht, als wir beide Minister geworden waren, seine Freundschaft erworben habe. Bei einem geschäftlichen Besuche, den ich machte, verließ er das Zimmer, um seinen Anzug zu wechseln und überreichte mir eine Depesche, welche er eben von seiner Regierung erhalten hatte, mit der Bitte, sie zu lesen. Ich überzeugte mich aus dem Inhalt derselben, dass Rechberg sich vergriffen und mir ein Schriftstück gegeben hatte, das zwar die fragliche Sache betraf, aber nur für ihn bestimmt und offenbar von einem zweiten, ostensiblen begleitet gewesen war. Als er wieder eingetreten war, gab ich ihm die Depesche zurück mit der Äußerung, er habe sich versehen und ich würde vergessen, was ich gelesen hätte. Ich habe in der Tat vollkommenes Schweigen über sein Versehen beobachtet, und in Berichten oder Gesprächen von dem Inhalt des geheimen Schriftstücks und seinem Versehen keinen auch nur indirekten Gebrauch gemacht. Seitdem behielt er Vertrauen zu mir. Die Versuche zur Zeit des Ministeriums Rechberg würden, wenn erfolgreich, damals zu einer gesamtdeutschen Union auf der Basis des Dualismus haben führen können, zu dem 70 Millionen Reich in Zentraleuropa mit zweiköpfiger Spitze, während die schwarzenbergsche Politik auf etwas Ähnliches ausgegangen war, aber mit einheitlicher Spitze Österreichs und Hinabdrückung Preußens nach Möglichkeit auf den mittelstaatlichen Stand. Der letzte Anlauf dazu war der Fürstenkongress von 1863. Wenn die schwarzenbergsche Politik in der posthumen Gestalt des Fürstenkongresses schließlich Erfolg gehabt hätte, so würde zunächst die Verwendung des Bundestages zur Repression auf dem Gebiete der inneren Politik Deutschlands voraussichtlich in den Vordergrund getreten sein, nach Maßgabe der Verfassungsrevisionen, welche der Bund schon in Hannover, Hessen, Luxemburg, Lippe, Hamburg und anderen in Angriff genommen hatte. Auch die preußische Verfassung konnte analog herangezogen werden, wenn der König nicht zu vornehm dazu gedacht hätte.
Unter einer dualistischen Spitze mit Gleichberechtigung Preußens und Österreichs, wie sie als Konsequenz meiner Annäherung an Rechberg erstrebt werden konnte, würde unsere innere verfassungsmäßige Entwicklung von der Versumpfung in bundestägiger Reaktion und von der einseitigen Förderung absolutistischer Zwecke in den einzelnen Staaten nicht notwendig bedroht worden sein. Die Eifersucht der beiden Großstaaten wäre der Schutz der Verfassung gewesen. Preußen, Österreich und die Mittelstaaten würden bei dualistischer Spitze auf Wettbewerb um die öffentliche Meinung in der Gesamtnation wie in den einzelnen Staaten angewiesen geblieben sein und die daraus entspringenden Friktionen unser öffentliches Leben vor ähnlichen Erstarrungen bewahrt haben, wie sie auf die Zeiten der Mainzer Untersuchungskommission folgten. Die Zeit der liberalen österreichischen Presstätigkeit im Wetteifer mit Preußen, wenn auch nur auf dem Gebiete der Phrase, ließ schon zu Anfang der 50er Jahre erkennen, dass der unentschiedene Kampf um die Hegemonie für die Belebung unserer nationalen Gefühle und für die verfassungsmäßige Entwicklung nützlich war. Aber die Herrschaft des Fürstentages von 1863 würde für eine Rivalität zwischen Preußen, Österreich und dem Parlamentarismus geringen Raum gelassen haben. Die Vorherrschaft Österreichs in der damals beabsichtigten Bundesreform würde aufgrund der dynastischen Befürchtungen vor Preußen und vor parlamentarischen Kämpfen vermittels einer dauernden und systematisch begründeten Bundesmajorität gesichert gewesen sein. Das Ansehen Deutschlands nach außen hing bei beiden Gestaltungen, der dualistischen und der österreichischen, von dem Grade fester Einigkeit ab, welchen die eine und die andere der Gesamtnation gewährt haben würde. Dass Österreich und Preußen, sobald sie einig, eine Macht in Europa darstellen, welche leichtfertig anzugreifen keine der anderen Mächte geneigt war, hat der ganze Verlauf der dänischen Verwicklungen gezeigt. Solange Preußen allein, wenn auch in Verbindung mit dem stärksten Ausdruck der öffentlichen Meinung des deutschen Volkes, einschließlich der Mittelstaaten, die Sache in der Hand hatte, kam sie nicht vorwärts und führte zu Abschlüssen wie der Waffenstillstand von Malmö und die Olmützer Konvention. Sobald es gelungen war, Österreich unter Rechberg für eine mit Preußen übereinstimmende Aktion zu gewinnen, wurde das Schwergewicht der beiden deutschen Großstaaten stark genug, um die Einmischungsgelüste, welche andere Mächte haben konnten, zurückzuhalten. England hatte im Laufe der neueren Geschichte jederzeit das Bedürfnis der Verbindung mit einer der kontinentalen Militärmächte gehabt und die Befriedigung desselben, je nach dem Standpunkt der englischen Interessen, bald in Wien, bald in Berlin gesucht, ohne bei plötzlichem Übergang wie im Siebenjährigen Kriege von einer Anlehnung an die andere skrupellose Bedenken gegen den Vorwurf des Im-Stich-Lassens alter Freunde zu hegen. Wenn aber die beiden Höfe einig und verbündet waren, so fand die englische Politik nicht ihres Dienstes, ihnen etwa im Bunde mit einer von den ihr gefährlichen Mächten, Frankreich und Russland, feindlich gegenüberzutreten. Sobald aber die preußisch-österreichische Freundschaft gesprengt worden wäre, würde auch damals das Eingreifen des europäischen Seniorenkonvents in der dänischen Frage unter englischer Führung erfolgt sein. Es war deshalb, wenn unsere Politik nicht wiederum entgleisen sollte, von höchster Wichtigkeit, das Einverständnis mit Wien festzuhalten. In ihm lag unsere Deckung gegen englisch-europäisches Eingreifen. Ich hatte im Dezember 1862 gegenüber dem Grafen Caroli, mit dem ich auf vertrautem Fuß stand, mit offenen Karten gespielt. Ich sagte ihm, unsere Beziehungen müssen entweder besser oder schlechter werden, als sie sind. Ich bin bereit zu einem gemeinschaftlichen Versuche, sie besser zu machen. Misslingt derselbe durch Ihre Weigerung, so rechnen Sie nicht darauf, dass wir uns durch bundesfreundliche Redensarten werden fesseln lassen. Sie werden mit uns als europäische Großmacht zu tun bekommen. Die Paragraphen der Wiener Schlussakte haben nicht die Kraft, die Entwicklung der deutschen Geschichte zu hemmen. Graf Caroli, ein ehrlicher und unabhängiger Charakter, hat ohne Zweifel genau berichtet, was wir unter vier Augen vertraulich besprochen haben.
In Wien aber hatte man seit der Olmützer und Dresdner Zeit und der Präpotenz Schwarzenbergs eine irrige Ansicht gewonnen. Man hatte sich gewöhnt, uns für schwächer und namentlich für furchtsamer zu halten, als wir zu sein brauchen, und das Gewicht fürstlicher Verwandtschaft und Liebe in Fragen internationaler Politik für die Dauer zu hoch in Ansatz gebracht. Die älteren militärischen Vermutungen sprachen allerdings dafür, dass, wenn der 66er Krieg schon 1850 geführt worden wäre, unsere Aussichten bedenklich gewesen sein würden. Mit unserer Schüchternheit noch in den 60er Jahren zu rechnen, war ein Irrtum, bei welchem der Thronwechsel außer Ansatz geblieben war. Friedrich Wilhelm IV. Hätte sich zu Mobilmachungen wohl ebenso leicht entschlossen wie 1850 und wie sein Nachfolger 1859, aber schwer zur Kriegsführung. Unter ihm lag die Gefahr vor, dass ähnliche Tergiversation wie unter Haugwitz 1805 uns in falsche Lagen gebracht haben würde. Auch nach wirklichem Bruch würde man in Österreich über unsere Unklarheiten und Vermittlungsversuche mit Entschlossenheit zur Tagesordnung übergegangen sein. Bei dem König Wilhelm war die Abneigung, mit den väterlichen Traditionen und den herkömmlichen Familienbeziehungen zu brechen, ebenso stark wie bei seinem Bruder. Aber wenn er einmal unter der Leitung seines Ehrgefühls, dessen Empfindlichkeit ebenso in dem preußischen Portepee als im monarchischen Bewusstsein lag, zu Entschlüssen, die seinem Herzen schwer wurden, sich gezwungen gefühlt hatte, so war man sicher, wenn man ihm folgte, in keiner Gefahr von ihm im Stiche gelassen zu werden. Mit diesem Wechsel in dem Charakter der obersten Leitung wurde in Wien zu wenig gerechnet und zu viel mit dem Einfluss, welchen man durch die angebliche öffentliche Meinung, wie sie durch Pressagenten und Subsidien erzeugt wurde, auf Berliner Entschließungen früher hatte ausüben können und durch Vermittlung fürstlicher Verwandten und Korrespondenzen des königlichen Hauses auch ferner auszuüben bereit und imstande war. Zudem überschätzte man in Wien die abschwächende Wirkung, welche unser innerer Konflikt auf unsere auswärtige Politik und militärische Leistungsfähigkeit haben konnte. Die Abneigung gegen die Lösung des gordischen Knotens der deutschen Politik durch das Schwert war in weiten Kreisen eine starke, wie 1866 mannigfache Symptome von dem Blindschen Attentat und dessen Beurteilung in den fortschrittlichen Blättern bis zu den offenen Kundgebungen großer kommunaler Körperschaften und dem Ausfall der Wahlen bezeugen. Aber in unsere Regimenter und deren Feuergefecht auf den Schlachtfeldern reichten diese Strömungen nicht hinein, und auf den Schlachtfeldern lag schließlich die Entscheidung. Auch die symptomatische Tatsache, dass in Berlin durch Vermittlung des früheren Auswärtigen und damals Hausministers von Schleinitz noch während der ersten Gefechte in Böhmen diplomatische Zettlungen mit höfischer Beziehung stattfanden, blieb auf die militärische Seite der Kriegsführung ohne jeden Einfluss. Wenn das österreichische Kabinett die vertrauliche Eröffnung, welche ich dem Grafen Karoly 1862 gemacht hatte, ohne irrtümliche Schätzung der Realitäten richtig gewürdigt und seine Politik dahin modifiziert hätte, die Verständigung mit Preußen anstatt dessen Vergewaltigung durch Majoritäten und andere Einflüsse zu suchen, so hätten wir wahrscheinlich eine Periode dualistischer Politik in Deutschland erlebt oder doch versucht. Es ist freilich zweifelhaft, ob eine solche ohne die klärende Wirkung der Erfahrungen von 1866 und 1870 sich in einem für das deutsche Nationalgefühl annehmbaren Sinne friedlich unter dauernder Verhütung des inneren Zwiespalts hätte entwickeln können. Der Glaube an die militärische Überlegenheit Österreichs war in Wien und an den mittelstaatlichen Höfen zu stark für einen Modus vivendi auf dem Fuße der Gleichheit mit Preußen. Der Beweis für Wien lag in den Proklamationen, welche in den Tornistern der österreichischen Soldaten neben den neuen, zum Einzug in Berlin bestimmten Uniformen gefunden wurden und deren Inhalt die Sicherheit verriet, mit der man auf siegreiche Okkupation der preußischen Provinzen gerechnet hatte. Auch die Ablehnung der letzten durch den Bruder des Generals von Gablenz gemachten preußischen Friedensanerbietungen
und deren finanzministerielle Begründung durch das Bedürfnis einer preußischen Kontribution, die damals bekundete Bereitwilligkeit, nach der ersten Schlacht zu verhandeln, kennzeichnet die Sicherheit, mit welcher man auf den Sieg in letzterer zählte.